bisher noch nie gemacht habe und was ich letztendlich auch nur mache, weil die Chance gerade perfekt ist. Also, es ist gerade 6.10 Uhr morgens. Alle hier in der WG sind am Schlafen. Alex ganz normal in seinem Zimmer, aber Jana eben nicht. Wir haben gestern Abend alle zusammen auf Breaking Bad geschaut und Jana ist währenddessen einfach auf dem Sofa eingepennt. Ich habe sie dann auch zugedeckt, dass sie dann einfach schon weiter schlafen kann, aber gleichermaßen habe ich dann gestern Abend auch noch die Entscheidung getroffen, mir meinen Wecker auf 6 Uhr zu stellen und jetzt diesen Break durchzuziehen. Zuallererst zeige ich euch erstmal, wie Jana da schläft und ich hoffe, dass sie darüber nicht aufwacht. Aber danach geht es auch schon direkt los. Das heißt, abonniert den Kanal, denn hier gibt es ständig crazy WG-Videos. Wir sind gerade dabei, oben uns mal gucken zu bimmen. Generell die ganze WG mit crazy Sachen voll zu machen. Und jetzt geht's auch richtig los mit Pranks. Daher join the family, join the team will. Und damit werdet ihr perfekt versorgt. Also jetzt erstmal ab zu Jana. Good morning. 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 Boah, ich hab richtig Schiss, dass ich jetzt zu laut bin. Halt die Fresse. Shut up. Oh, scheiße. Oh, und da ist Fluffy. Und da liegt Jana. Seelenruhig. Okay. Naja, will ich nicht hingehen. Aber ich mache noch ganz kurz ein Foto. Warum? Seht ihr gleich. Okay. Das ist jetzt die Grundlage, die ich gebraucht habe für die erste Story. Was ich aber zur Sicherheit davor auf jeden Fall machen werde, ist, Jana von meiner Story zu sperren. Weil, falls ihr es gerade nicht genau gesehen habt, ihr Handy liegt einfach direkt neben ihr. Das heißt, wenn sie innerhalb der nächsten Stunde einmal so aufwacht und auf ihr Handy schaut und irgendwie auf Instagram geht, dann darf sie das Ganze nicht sehen. Und Leute, ich bin so krass vorbereitet. Okay, das ist eigentlich eher zufällig, aber wie ihr seht, meine Story ist sowieso leer. Das heißt, es kann nicht dazu kommen, dass sie sich irgendwie wundert, dass irgendeine Story, die eigentlich da war, jetzt irgendwie nicht mehr da ist. Aber whatever, ich sperre sie jetzt einfach. Settings, Privacy and Security, Story Controls, Hide Story from Jana Riva. Ah, und eigentlich auch noch von ihren Katzen. Wir wollen ja nicht, dass die ihnen irgendwas verraten, ne? Jetzt wird's Zeit für die erste Story. Wie ihr sehen könnt, keine schlechte Situation. Ich glaube, die Chance ist auf jeden Fall sehr geil. Deswegen erstmal die große Frage, sollen wir einen Prank machen? Nee, oh ne. Oh ne, raus damit. Stell dich vor, jetzt einfach alle so no. Bei den ganzen letzten Instagram-Entscheide-Videos hatte ich ja irgendwie so voll, ja. Ich immer genau das Gegenteil erwartet von dem, was die Leute dann wirklich abgestimmt haben. In dem Fall hoffe ich einfach, dass die Leute auf meiner Seite sind. Ach, krass. Und die erste Story, die ich gerade gepostet habe, hat einfach schon über 1000 Views. Das heißt, es wird gar kein Problem, dass man da jetzt genug Leute hat, die mitentscheiden. Nice. Okay, ja, wir checken mal ab. Einfach 14 für Ja und 0 für Nein. Und nochmal aktualisieren. 43 für Ja und 0 für Nein. Krass. Also, dass keine Person dagegen stimmt, was gab's noch nie? Okay, 72 für Ja und einer für Nein. Das heißt, das ist ein klares Ergebnis, Leute. Die Prank-Action geht los. Sehr einstimmiges Ergebnis. Und jetzt ist die große Frage, sollen wir Malik lieber als Prank-Supporter zuholen oder soll ich Malik jetzt auch einfach mal erst kurz pranken? Okay, ich hoffe persönlich, dass die Leute auf jetzt pranken klicken. Dann tune ich mich einfach schon das ganze Ding so ein bisschen ein. Mann, okay, das ist ein optimales Gefühl dafür, was gerade am schlechtesten passt. 76 zu 24, it's prank time. Ich check mal kurz aus, was wir hier im Badezimmer vielleicht irgendwie haben. Irgendwie Shampoo auf dem Kopf leeren oder so. Aber hier. Ah. Ah, fuck, die sind leer. Beziehungsweise. Perfekt, hier ist ein Rasierer von Jana. Ist auch direkt erstmal schon mal ein Prank an sie. Schauen wir mal, ob wir damit was angestellt kriegen. Aber es hat krass gut geklappt. Habt ihr diese Arm gesehen? Es war ein bisschen nackt und klar. Und da ist auch so voll das Loch jetzt bei ihm an dieser Stelle. Das können wir vielleicht nachher nochmal genauer sehen. Ab jetzt geht es an den richtigen Fall. Der Prank am Malik war auf jeden Fall schon mal so ein halber Success. Das liegt zu ihm. Jetzt die große Frage: Sollen wir sie irgendwie pranken, indem ich irgendwas suche, was wir im Haus haben? Oder soll ich kurz einkaufen? In 8 Minuten machen alle Läden auf. Dann können wir noch irgendwas besorgen. Und wir warten wieder kurz. Währenddessen könnt ihr euch auf meinen Rocket Pop so gönnen. Oder warum schießt du schon wieder bei den Schuhen? By the way, Leute, hier ist einiges angekommen. Das seht ihr auf jeden Fall auch in den nächsten Videos. Bitte ein Abo genießen. Da ist mal wieder jede Menge Pfand drin. Das ist kein Müll, Freunde. Mal gucken. Oh, okay, das ist knapp. Aber Shoppen hat dann doch tatsächlich gewonnen. Finde ich aber gut. Dann kann ich endlich mal wieder ein bisschen lauter reden, Alter. Ich hab schon voll vergessen, wie es ist, seine Stimme zu benutzen. Let's go. Okay, jetzt das nächste Paket. Und jetzt kann ich endlich wieder meine Stimme benutzen. Alter, krasses Gefühl. Und ich lese jetzt gerade auch eure Nachrichten, die ihr gerade währenddessen schreibt. Mal ein paar von euch auch begründen, warum sie welche Entscheidung treffen. Und hier war auf jeden Fall ein starkes Argument für daheimbleiben statt shoppen. Und zwar home, weil sie danach vielleicht auf ist. Und das stimmt, deswegen bin ich auch gerade voll im Stress. Weil es ist jetzt 7.09 Uhr. Normalerweise wacht Jana echt nie einfach so irgendwie von 9 Uhr auf. Wenn möglich eher immer so 10 oder sowas. Aber dadurch, dass sie auf dem Sofa schläft, hat sie wahrscheinlich dann auch nicht so einen ruhigen Schlaf. Wir müssen uns also auf jeden Fall sputen. Deswegen schreibt mir mal eure Vorschläge, was ich jetzt kaufen könnte. Ich bin auf dem Weg zum Rewe, weil Shoppen ja gewonnen hat.
Eure Vorschläge sind gefragt. Torte in ihr Gesicht. Wasserspritzpistole, Sahne, Seife. Sahne ist schon mal gut. Rasierschaum, dafür hätte ich nicht einkaufen gehen müssen. Knallerbsen, weiß ich nicht, ob es das bei Rewe hat. Sirup, Sauerkrautsaft. Sauerkrautsaft ist das Ekelhafteste, was es auf dieser Welt gibt. Ich habe da gerade vorgestern oder so zufälligerweise auf einem anderen YouTube-Kanal nur daran gerochen, weil ich nämlich einen Drink für die Twins mischen musste. Voll der Zufall, dass hier gerade vorgeschlagen wird. Und es war das Ekelhafteste. Allein dieser Geruch, Alter, ich bin verreckt. Und die Twins sind erst so richtig krass verreckt. Das kommt auch, glaube ich, nächsten Sonntag oder so online. Da sage ich euch nochmal Bescheid. Dann haben wir hier jede Menge weitere Vorschläge. Krass, wie früh ihr alle am Start seid, ohne Scheiß. Da haben wir auf jeden Fall genug. Jetzt müssen wir natürlich nur hoffen, dass die im Laden auch haben, was wir brauchen. Okay, moin, hat zwar keiner vorgeschlagen, aber ich glaube, ich nehme das Auto hier. Cool. Nutella Indianer ihr Gesicht schmieren. Kombiniert mit der Sahne finde ich tatsächlich geil. Finde ich auch besser als Torte ins Gesicht, weil Torte ins Gesicht wäre einfach so, das kann jeder machen. Aber wenn wir es mit Nutella und Sahne machen, dann ist es irgendwie so kreativ. Weißt du, dann haben wir selber die Torte erstellt, die dann quasi Indianers Gesicht ist. Wir nehmen also erstmal Sahne. Reichlich Sahne, ein schönes großes Glas Nutella. Und auf was ich dann noch übel Bock habe als Joke, sind solche Streusel, die man dann vielleicht am Ende irgendwie als Topping drauf geben kann. Und normalerweise benutzt man für diesen Prank ja eigentlich eine Feder, dass man die Person dann quasi mit einer Feder im Gesicht kitzelt, dass sie dann die Sahne, welche ich auf ihre Hand machen würde, in ihr Gesicht klatscht. Federn finde ich aber keine, was ich aber finde, ist Lauch. Und schau mal, was es da unten dran hat. Ich glaube, das könnte perfekt sein. Deswegen, offizieller Lauch-Prank. Alter, Lauch fühlt sich aber so witzig an. Jetzt aber einfach schon nach 7.30 Uhr, deswegen schnell home. Shopping-Trip war ein Success. Auf jeden Fall vielen Dank für eure Vorschläge. Und da waren so krass viele dabei, dass ich locker noch 10 weitere solche Videos machen kann. Jetzt geht's aber mega schnell home. Ich habe so Schiss, dass Jana wach ist. Das ist richtig, let's go. Bevor ich jetzt wirklich hochgehe und versuche das Ganze wirklich durchzuziehen, brauche ich noch eine letzte Hilfe von euch. Und die ist ganz entscheidend. Ich will euch noch gar nicht sagen, was ich genau alles besorgt habe und was genau jetzt als Prank geplant ist. Aber ich sage euch einfach nur eine Sache. Und ich will einfach, dass ihr diesen Slider, den ihr jetzt gerade seht, so positioniert, wie ihr wollt. Okay? Macht einfach den Slider. Und mit dem Posten dieser Story entziehe ich mich jeglicher Verantwortung. Nein, Spaß. Aber letztendlich ist es jetzt wirklich so. Ihr entscheidet jetzt wirklich, wie heftig dieser Prank sein soll. Weil ich auch gerade nicht mehr weiß, wie viele Insta-Stories ich oben wirklich noch machen kann, weil ich glaube, ich so leise sein muss, weil es schon so hell ist und so, dass ich sowieso so krass Schiss habe, dass Jana bei dem ganzen Shit aufweckt. Aber Leute, toi toi toi. Noch kurz auschecken, wie ungefähr. Oh. Man sieht ganz klar, alle Jungs, die abstimmen auf volle Kanne, weil sie Jana wahrscheinlich gedrenched in Sahne sehen wollen. Und die Mädels sind netter und halten es an der Grenze. Okay. Ich selber würde natürlich auch sagen, volle Kanne. Ich merke gerade, voll dumm, wie ich das gemacht habe. Man muss einfach nach unten ziehen, um es maximal voll zu machen. Ich hoffe, die Leute checken das. Wenn nicht, dann, naja, auch egal. Auf jeden Fall sind wir im echt oberen Bit. Das heißt, ich werde richtig reinhauen, werde richtig viel Sahne draufklatschen. Und toi, 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 dass das alles klappt. Ich glaube aber, jetzt hole ich Malik tatsächlich doch als Prank-Support dazu, dass er die Kamera zumindest mal halten kann. Und vor allem, dass wir seinen scheiß Arm angucken können. Noch ist es ruhig hier. Bitte, 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 bitte. Okay. Sie ist sogar wieder zugedeckt. Sehr gut, sehr gut. Jo, Digi, ich brauche deine Hilfe. Aufstehen. Erstmal deinen Arm. Guck mal diese nackte Stelle an. Okay, warte, du musst leise sein. Okay. Ich erkläre jetzt den Plan. Wir machen Sahne auf Janas Hand. Ja, lauter Lauch. Kitzeln wir sie mit dem Ende von dem Lauch. Gesicht und auch wenn das sie sieht, dass sie sich klatscht. Wenn wir sie kriegen, dann machen wir noch einen Teller Foundation in ihrem Gesicht. Und dann habe ich noch Sträuße gekauft, die wir am Ende auf sie drauf machen können. Cool. Approved. Approved.
für toll! Oh Mann! Hä? Wie bist du aufgewacht? Ja. Oh Mann! Ja. Oh Mann! Aber. Wir wollten einen Kuchen aus dir machen. Ja, es klappt auch noch. Juhu. Okay, warte, die Nutella Foundation hat die Leute extra geschrieben. Später. Das ist schön. Ich weiß selber nicht, wie spät es ist. 8.11 Uhr. Na, was ist zur Schule? Alter, am Hals! Ach du! Verarschen! Oh, ah, du siehst lecker aus. Super. Was hast du da mit dem Lauch gemacht? Alter, das schmeckt gut. Sieht ein bisschen aus wie eine 18-Plus-Party. Ja, scheiße. Gut, der Prank irgendwie, ja, so. Alles war ein Prank! Nee. Aber das war dein offizieller, dein erster Prank, der auch auf mich schief ging. Nee, das war was ganz Besonderes. Ich kotze gleich. Und zwar, du wirst es im fetten Video sehen, aber Freunde, auf jeden Fall vielen Dank an die ganzen Instagram-Leute, die mit abgestimmt haben. Und sie weiß einfach noch nichts. Wenn ihr das nächste Mal auch beim Prank mitmachen wollt, weil ohne Witz, es waren so viele Vorschläge. Deswegen, falls auf jeden Fall an, dann könnt ihr auch in Zukunft mitbestimmen. Living Zombie. Ich wurde auch geprankt. Absolut krass, halber Arm abrasiert. Mit deinem Rasierer übrigens. Spaß, nein. Das war ein Witz. Rasierer von Jana. Na Simon, das gibt Rache. Mann, ey, ich muss jetzt zur Schule. So, Melle ist zu Besuch. Ja, Melle, komm rein. Wir haben da leckeren Kuchen für dich vorbereitet. Oh. Komm schnell rein. Kräftiger Zufall, ja. Melle, komm, dein Kuchen. Extra leckeren Kuchen für dich gemacht. Guck. Nicht so begeistert. Absolut beste Reaction. Jana, guten Morgen. Möge dein Tag gut starten. Hey, du hast deinen Rocket-Pulli schmutzig gemacht. Leute, wenn ihr jetzt einen sauberen Rocket Pulli wollt, dann geht einfach auf teamwillshop.de und euch den Merch, nämlich dann haben wir auch in Zukunft Geld für Sahne, dank des Rocket Moneys und können weiter solche verrückten Pranks machen. Jana muss ja irgendwie, du hast immer noch deine Europax im Ohr. Hörst du überhaupt, was sie sagen? Ja. Deswegen abonniert den Kanal, weitere Pranks werden auf jeden Fall aus der Regie folgen, das ist deine Rache gerade angekündigt, was natürlich schade ist. Warum schade? Ich weiß ja nicht, wann es passiert. Weißt du was, ich schütze mich einfach. So, weißt du was, du kannst ihn nicht schützen, ich werde dich fertig machen. Ja. Ich kaufe mir einfach eine Uniform, werde mich da reinbegeben und dann kannst du mich nicht mehr abonnieren. Hauptsache, wir haben den mal kurz so 1000 Mal schlimmer alles gemacht. Verreckt!